Ein schöner Rasen ist für viele Menschen eine lästige Angelegenheit. Die Pflege kostet viel Zeit und das Wetter spielt auch nicht immer mit, um das ganze Jahr über ein grünes Aussehen zu bewahren. Kunstgras ist die perfekte Lösung für dieses Problem. Es braucht wenig Pflege und behält unter allen Witterungsbedingungen sein schönes grünes Aussehen. Auch das Verlegen von Kunstgras ist eine Aufgabe, die schnell erledigt ist. Ein durchschnittlicher Rasen kann an einem Tag verlegt werden. Dieses kurze Anleitungsvideo gibt Ihnen Tipps und Hinweise für einen perfekten Kunstrasen. Wie wird Kunstgras verlegt? Entfernen Sie erst den Naturrasen. Dafür können spezielle Maschinen ausgeliehen werden. Diese entfernen die Naturgrasmatte horizontal und halten somit den Untergrund flach und gleichmäßig. Natürlich können auch andere Hilfsmittel eingesetzt werden, solange der Untergrund nicht beschädigt wird. Nach dem Entfernen des Naturgrases wird ungefähr 1 cm hoch Sand aufgeschüttet. Er füllt die kleinen Unebenheiten auf, sodass ein flacher, stabiler Untergrund entsteht. Auf dem aufgeschütteten Sand wird eine Geotextilmatte verlegt, die den Druck verteilt und Unkraut abhält. Die Matte sorgt für den stabilen Arbeitsgrund, der für das Verlegen von Kunstgras benötigt wird. Anschließend wird das Kunstgras eingemessen. Man sollte etwas großzügiger messen. Ein Spielraum von ca. 10 cm im Umfang ist ausreichend. Die Kunstgrasrollen sind in 2 Breiten lieferbar, 2 Meter und 4 Meter. Verlegen Sie die Kunstgrasmatte in Flurrichtung. Das schönste Ergebnis bekommen Sie, wenn Sie beim Ausrollen in die Rolle blicken. Kunstgras kann nahtlos verlegt werden, doch dies erfordert fachmännisches Können. Wichtig ist, dass die Ränder der Kunstgrasmatte sauber geschnitten werden. Dadurch schließen die Matten besser aneinander an, was einen nahtlosen Rasen ergibt. Nachdem die Grasmatte zugeschnitten ist, sollte sie mit einigen Sandsäcken fixiert werden, um ein Verrutschen während des Verklebens zu verhindern. Geklebt werden kann mit Klebeband oder 2-Komponentenkleber. Man sollte die Stelle, an die das Klebeband kommt, auf der Geotextilmatte einzeichnen. Das Klebeband muss in der Mitte der zu verklebenden Naht angebracht werden. Jetzt können die Rollen miteinander verklebt werden. Es ist wichtig, dass die Nähte reißverschlussartig geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass keine Grashalme unter die Naht kommen. Drücken Sie jetzt die Naht kräftig fest. Nach dem Verlegen des Kunstgrases können die Formen des Rasens sowie auch Ränder und Abgrenzungen einfach ausgeschnitten werden. Wenn die Grasmatte zugeschnitten ist, muss der spezielle Einstreusand aufgebracht werden. Der Einstreusand hat mehrere Funktionen. Er sorgt für einen stabilen Untergrund, schützt den Untergrund und sorgt dafür, dass das Kunstgras schön aufrecht steht. Es ist sehr wichtig, dass der Einstreusand gleichmäßig und in Flurrichtung aufgebracht wird. Der gesamte Rasen muss mit einer Schicht Streusand versehen werden. Bei einem Garten wie diesem werden ungefähr 10 kg Sand pro Quadratmeter benötigt. Wenn der Einstreusand aufgebracht ist, muss er eingefegt oder gebürstet werden. Für ein perfektes Endergebnis muss der Sand unten im Kunstgras sitzen. Wenn die richtige Menge Sand verwendet und ausführlich gebürstet wurde, wird kein Sand mehr an der Oberfläche sichtbar sein und es wird auch kein Sand mehr nach oben kommen. Dadurch läuft es sich angenehm über den Rasen und es wird kein Sand an den nackten Füßen kleben bleiben. Das Endergebnis ist ein prächtiger grüner Rasen. Er ist die perfekte Alternative zu Naturgras mit den Vorteilen, dass Ihr Rasen haltbar und pflegeleicht ist und das ganze Jahr über sein grünes Aussehen behält. Wer möchte nicht einen so frischen und gepflegten Rasen haben?